ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Wir beginnen heute inshallah ta'ala mit dem neuen Podcast. Das Thema wird sein inshallah die Madahib. Wir werden inshallah ta'ala diesen Podcast in mehreren Teilen aufteilen. Wir haben erkannt, dass dieses Thema sehr häufig genannt wird, häufig besprochen wird, nur meistens nicht so ausführlich. Deshalb haben wir inshallah ta'ala die Thematiken aufgeteilt, wie zum Beispiel, was ist überhaupt der Fiqh? Weil hier in dem Madhab geht es ja, wenn wir über die Madhab sprechen, dann sprechen wir tatsächlich über den Fiqh. Was ist der Fiqh? Dann werden wir inshallah ta'ala darüber sprechen, über die Historie des Fiqhs heute, über die Phasen des Fiqhs, die Definition etc. Und dann werden wir inshallah ta'ala über die Madhab sprechen. Was ist der Madhab? Wie entsteht überhaupt ein Madhab? Ist man verpflichtet, ein Madhab zu führen? Hatten denn die Sahaba Madhahib gehabt, etc. ppp. Dann werden wir inshallah ta'ala nochmal eingehen auf über den Ikhtilaf, über den Ijtihad, etc. Heute beginnen wir inshallah ta'ala mit dem Fiqh. Was bedeutet der Fiqh? Dass uns mal inshallah hier beginnt mit der Definition des Fiqhs, sei sprachlich oder auch islamisch. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Der Begriff Al-Fiqh, der kann aus zwei Warten betrachtet werden, aus zwei Aspekten definiert werden. Das ist nämlich die gängige Vorgehensweise in den Wissenschaften. Man definiert die sprachliche Bedeutung eines Begriffes und dann die neu geprägte Bedeutung. Denn die meisten Begriffe, die wir in der islamischen Terminologie verwenden, sind keine neu erschaffenen Begriffe, es sind neu geprägte Begriffe. Das heißt, Begriffe. Das heißt, es gab sie, sie wurden anders verwendet, dann wurden sie neu geprägt. Gleiches passiert auch im Koran übrigens. Die Begriffe, die wir im Koran haben, wie Salah, etc., das sind arabische, klassische Begriffe, die wurden noch im Koran neu geprägt. Und was den Fiqh angeht, so ist der Fiqh rein linguistisch betrachtet ein Synonym nach der Mehrheit der Sprachgelehrten und Usulgelehrten, ein Synonym für das Wort Al-Fahm, was das Verstehen oder das Verständnis bedeutet. Und einige wenige von ihnen differenzieren ein wenig, wie Al-Imam ibn al-Qayyim in seinem Buch I'lam al-Waqi'in, Ar-Rabb al-Alamin. Er ist der Auffassung, dass der Fiqh nicht einfach nur das Verstehen und das Begreifen ist, sondern er sagt, der Fiqh ist etwas Subtileres. Und zwar, Fiqh bedeutet, also immer noch auf linguistischer Ebene, bedeutet zu verstehen, was der Aussagende mit seinen Worten bezweckt. Denn er erklärte dies, indem er die Dilala, das heißt den Inhalt der Begriffe in zwei Kategorien einteilte. Dilalatul Alfar, das ist das semantische, linguistische Verstehen der Texte. Das heißt, nur auf rein sprachlicher Ebene eine Vorstellung von den Begrifflichkeiten zu haben und ohne aber weiter über den Sinn und Zweck der Aussage zu grübeln. Ein Beispiel dafür, damit man das besser versteht, als in der Geschichte, die bei Sahih Bukhari überliefert wird, der Geschichte von Ismail und Ibrahim, nachdem Ismail verheiratet wurde und Ismail kam ihn besuchen, er war aber nicht anwesend. Ibrahim kam Ismail besuchen, er war aber nicht anwesend und er hat mit seiner Frau geredet und die hat sich beschwert über ihre unschickliche Lage und so weiter. Und daraufhin sagte Ibrahim zu ihr, wenn Ismail kommt, dann sag zu ihm, liyughayyir atabata babi. Er soll seine Türschwelle ändern. Wenn jetzt jemand, wir haben hier zwei Ebenen des Verständnisses. Ich weiß, was eine Türschwelle ist
und ich weiß, was es bedeutet, eine Türschwelle zu ändern. Das heißt, linguistisch und semantisch verstehe ich diese Satzkonstellation. Aber die Frau hat nicht verstanden, was er eigentlich damit bezweckt zu sagen. Ibn al-Qayyim, wollte nämlich damit sagen, er soll seine Frau wechseln. Er soll sich von dieser Frau trennen. Das heißt, Ibn al-Qayyim sagt, der Fiqh bedeutet Fahmu muradil mutakallim. Sei Ismail hat verstanden, was Ibrahim möchte. Genau, zu verstehen und zu begreifen, was die Aussage der Person mit seinen Worten bezweckt und was sie dir vermitteln will. Das heißt, er sagt, dass der Fiqh ist nicht nur das oberflächliche Kratzen an den Bedeutungen, zu dem eigentlich jeder in der Lage ist, also jeder, der eine Sprache versteht, sondern der Fiqh bedeutet sozusagen diese Fassade der Wörter zu durchbrechen und in die Inhalte einzutauchen. Tamam. Deswegen sagte eben Abbas radiallahu anhu, das ist auch sehr interessant und das hat etwas mit dem Fiqh zu tun. Er sagte, At-tafsiru ala arba'ati anha. Das überliefert Ibn Jarir Tabari. Der Tafsir nimmt vier Gestalten an. Er sagte, Tafsirun la yu'dharu ahadun bijahni. Also es gibt einen Tafsir des Korans, das nicht zu kennen ist unentschuldbar. Yani. Yani das kann nicht sein, dass jemand das nicht kennt. Zum Beispiel die Bedeutung des Begriffes Salah. Ob du Araber bist oder nicht Araber, jeder weiß, was Salah bedeutet. Dann sagt er, Tafsirun ta'rifu al-Arab. Ein Tafsir, den die Araber aus dem Aspekt der Sprache kennen. Das heißt, das ist nicht jedermanns Sache. Das geht schon etwas tiefer in das sprachliche Geflecht des Korans ein. وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ. Ein Tafsir, den nur die Ulama kennen. Das ist der Istinbat, die Ableitung der Ahkam, die Errichtung von diesem Gesetzeskorpus aus dem Koran. وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. Und ein Tafsir, den nur Allah Ta'ala kennt. Damit meint er nicht, dass es im Koran etwas gibt, was wir nicht verstehen. Er meint damit aber die vollkommene Erklärung. Die tatsächlichen Realitäten von bestimmten Dingen. Ja. Allah Ta'ala spricht darüber, dass es im Paradies Fakiha gibt, Frucht, dass es darin dieses und jenes gibt. Aber die Realitäten davon, die tatsächliche, endgültige Realität, die kennen wir nicht. Wir kennen nur die Namen davon. Ja. Also bedeutet das tatsächlich, egal wie stark man in der Sprache ist, reden wir von großen Gelehrten wie Sibawi, große Sprachgelehrte. Ohne den islamischen Wissen kannst du gar kein Faqih sein. Das heißt, du kannst den Text nicht so verstehen, wie er zu verstehen ist. Ja, die Sprachwissenschaften gehören auch dazu. Ein Anteil. Also aber nur, ich rede von jemandem, der rein die Sprache versteht. Weil jetzt, um auf das Beispiel mit Ibrahim a.s. zu gehen, rein sprachlich, das kann man ja verstehen, was es bedeutet, die Türschwelle. Aber nur weil er tatsächlich Ibrahim kennt, sein Vater, wusste er, was er damit meint. Das heißt, jemand, der die Sprache beherrscht, im höchsten Niveau, aber nicht was von Rasulullah sondern weiß, nicht die den Islam kennt, kann aufgrund der Sache die Sache nicht definieren. Das würde ich nicht unbedingt sagen, also nicht in dem Beispiel von Ibrahim, denn das kann man aus der Rhetorik erfahren. Das ist tatsächlich sprachlich raus. Das ist, gehört zum Ilm al-Balara, das ist Rhetorik und jemand, der bewandert ist in den sprachlichen Wissenschaften, der Rhetorik, der Morphologie, dem Syntax und so weiter, der hat natürlich einen großen Vorteil und ist auch in der Lage, einiges zu verstehen, was ein einfacher Mann nicht verstehen würde. Ich stelle die Frage mal so. Jemand, der nur die Sprache beherrscht, reicht dieser Urteil von ihm aus, um zu sagen, alles klar, der hat jetzt den Text verstanden? Nein. Aus reinem sprachlichen Aspekt. In manchen Dingen bestimmt. Aber was die Ableitung von Ahkam und so weiter angeht, da gibt es einige Hürden. Zumal im Usul al-Fiqh einige Dinge anders gehandelt werden,
als das eigentlich in der Sprache der Fall ist. Mhm. Ja, nur mal ein Beispiel, obwohl wir dadurch aus der Linie fahren. Ganz kurz. Al-amru yadullu ala al-wujub. Dieser Grundsatz, das ist eines der Universalien im Usul Fiqh, dass die Befehlsform, der Imperativ, grundsätzlich für die Pflicht steht. Das ist im Usul Fiqh so, aber rein linguistisch und sprachlich muss das nicht sein. Deswegen gibt es Unterschiede, daher reicht es nicht, einfach nur ein Linguist zu sein und ein Grammatiker, sondern da kommen noch andere Dinge hinzu. Aber man kann kein Faqih sein, ohne diese Sprachwissenschaften zu kennen. Sie sind eine Voraussetzung für den Ijtihad. Tayyib. Das ist die sprachliche Definition. Genau, die sprachliche Definition des Begriffes Al-Fiqh. Also wir haben mir jetzt erklärt den Unterschied. Einmal die Auffassung der Gelehrten, die sagen, es ist einfach das Verständnis, ob es etwas Subtiles ist oder nicht. Und dann haben wir noch manche, die meinen, es wäre das tiefgründige Begreifen von der Intention des Aussagenden über seine Aussagen. Wie dem auch sei, wir haben den Begriff Al-Fiqh in dieser sprachlichen Bedeutung, kommt er einige Male im Koran vor. Zum Beispiel sagte das Volk von Shu'aib, sie sagten zu ihm, ja Shu'aibu, ma nafqahu kathiran mimma taqul. O Shu'aib, wir begreifen vieles von dem, was du sagst, nicht. Nafqa, das ist das Verb. Und wir sehen, dass du unter uns nicht wehrhaft bist, also schwach. Und wäre nicht deine Sippe, deine Familie, dann hätten wir dich gesteinigt. Auf jeden Fall, dieser Vers kann durchaus auch darauf hindeuten, dass mit dem Fiqh, zumindest in diesem Kontext, nicht das ledigliche Verstehen der oberflächlichen Bedeutungen der Wörter gemeint ist, zumal sie ja seine Landesleute waren, die mit ihm die gleiche Sprache teilen. Von daher kann hier nicht gemeint sein, yani, das bloße Verstehen, dass sie ihn, seine Aussagen nicht verstanden haben. Aber sie konnten sie nicht begreifen. Also es ist ja etwas zu verstehen, ist nicht immer gleich etwas auch zu begreifen und die Plausibilität dahinter zu erkennen. Und das ist eine Stelle, in der wir das haben. Ebenfalls, also als Verständnis wird es dann im Koran übersetzt. Ja, hier heißt es, ja, in meiner Frage, wir verstehen oder wir begreifen nicht. Und ebenfalls haben wir das im Koran, aber in dieser Stelle kann man das tatsächlich einfach als das Verstehen übersetzen. Denn Allah Ta'ala sagt, dass Musa sagte, وَحْلُلْ عُقُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي, und löse den Knoten meiner Zunge. Einige Mufassirun sagen, ich weiß aber nicht, inwiefern das richtig ist, aber das wird in Tafsir erwähnt, sagen, dass Musa alaihi salam diverse einen Sprachfehler hatte, weil man ihm seine Zunge, wenn man ihm auf seine Zunge verletzt hatte oder so. Und man hat ihn nicht richtig verstanden. Und deswegen sagt er hier, löse den Knoten meiner Zunge, also die Schwierigkeit beim Sprechen. Yafqahu qawli, damit sie meine Worte verstehen. Hier ist wirklich nur das Verstehen gemeint. Im Vordergrund das akustische Verstehen von dem, was er sagt. Ebenfalls kommt es in der Surat al-Isra vor, da sagt Allah Ta'ala, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde und was ihnen ist, aber ihr versteht
ihr preisen nicht. Oder Geleiter Frauen, ja auch wieder das Verb. Nein, das ist die sprachliche Bedeutung. Und die islamische Definition? Schariatische Definition, sag ich mal. طيب, im islamischen Kontext oder im religiösen Kontext, ich sage mal religiösen Kontext, gibt es auch verschiedene Definitionsebenen. Und die haben sich auch über verschiedene Phasen in der Geschichte des Fiqh entwickelt. Wir haben einmal eine ganz allgemeine Definition des Begriffes, und die mag ich nicht als eine terminologische Definition erklären, denn es ist keine Terminologie einer bestimmten Richtung oder Fachausrichtung gewesen. Man hat anfangs in der Zeit der ersten Generationen, hat man das Wort Fiqh im religiösen Kontext nicht so verstanden, wie wir es heute verstehen. Denn wir verstehen den Begriff Fiqh, oder unter diesem Begriff verstehen wir meistens so diese praxisbezogenen Elemente, die manche auch als die Zweigdinge bezeichnen. Die Zweigangelegenheiten der Religion. Zweigangelegenheiten, weil sie das Praktische sozusagen als etwas Sekundäres einstufen. Oder weil es eben Voraussetzungen hat, die die Geisteshaltung betreffen. Deswegen zweitrangig in diesem Sinne. Aber nicht, weil man sich ihr entledigen kann oder so. Also wir hatten dann die Bedeutung des Fiqh in den ersten Generationen. Da war der Fiqh einfach die Kenntnis um die religiösen Angelegenheiten. Egal um welchen Bereich sie handelt. Ob es jetzt die theologischen Aspekte waren, die Aspekte der Charakteristik oder die Seelenläuterung, wie sie das nennen, ob es den tatsächlichen Fiqh betraf, so wie wir ihn heute kennen, all das wurde Fiqh genannt. Und in diesem Kontext wird das Wort auch im Koran verwendet. Allah Ta'ala sagt, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فِرْقَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. Das heißt, und es geziemt sich für die Gläubigen nicht, dass sie alle ausrücken, so sollte doch von jeder Gruppe unter ihnen eine Schar ausrücken, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, um sich im Dien zu bilden, um Fiqh im Dien zu erlangen. Und was für einen Grund soll das haben? Damit sie ihre Leute warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren. Dieser Vers zeigt uns auch, dass die ausgiebige religiöse Bildung keine Pflicht ist, die alle betrifft. Das ist keine Individualpflicht, sondern eine wie nennen Sie das? Form al Kifaya, aber wie kann man das übersetzen? Ja, eine kollektive Pflicht. Es ist eine kollektive Pflicht. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُمْ فِي الدِّينِ. Also das ist quasi die Definition, die vorher war. Genau, bevor diese Terminologie unter den Fuqaha entstanden ist. Mit der Zeit ist es dazu gekommen, dass der Begriff Fiqh etwas spezifischer verwendet wurde. Und das ist vielen Begrifflichkeiten widerfahren, also in der islamischen Historie der Wissenschaftsentwicklungen. Also der Fiqh ist nicht der einzige Bereich, dem das zugestoßen ist, was nicht unbedingt negativ ist. Das ist einfach eine Terminologie, also das heißt ein Begriff. Wird immer neu definiert quasi. Ja, in einem bestimmten Fach, einer Fachausrichtung, einigt man sich aus methodischen Gründen und so weiter, einen bestimmten Begriff für etwas Bestimmtes zu verwenden und ihn neu zu prägen und im engeren Sinn zu verstehen, als er eigentlich beispielsweise linguistisch verwendet wird. Also das ist nicht schlimm, aber das ist auch anderen Begriffen widerfahren. Und das liegt unter anderem daran, dass die Wissenschaften sich ja immer weiterentwickelt haben
immer größere Ausmaße angenommen haben. Und man hat dann begonnen, viele Wissenschaften voneinander zu trennen. So hatten wir zum Beispiel das Ilm al-Nahu. Das war damals nicht nur die Grammatik, sondern die Morphologie mit eingeschlossen. Aber mit der Entwicklung und Ausbildung, dann kam es zu einer Trennung. Das ist auch hier so gewesen. Der Fiqh ist jetzt etwas Neues. Und zwar, sie definieren, also eine der einfachsten und kürzesten Definitionen, wobei angemerkt werden muss, dass keiner dieser Definitionen frei von Kritik ist. Das heißt, die Usul-Gelehrten fechten diese Definition oft an, kritisieren sie hier und da. Es gibt kaum eine Definition des Fiqh, die kritikfrei geblieben ist. Aber das ist nicht unser Thema. Es heißt zum Beispiel, eine der Definitionen ist, die sagt, Al-Fiqh huwa al-ilmu oder al-ma'rifa bil-ahkam al-shara'iyya al-amaliyya allati tariq al-ijtihad. Der Fiqh, das ist die Kenntnis oder das Wissen um die schariatischen Ahkam, die praxisbezogenen schariatischen Ahkam, die über den Ijtihad erlangt werden. Ein anderer sagt, diese Definition ist bekannter und berühmter, sie sagt, al-Fiqh huwa al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha al-tafsiliyya. Der Fiqh, das ist das Wissen um die praxisbezogenen schariatischen Ahkam, die entnommen wurden aus den spezifischen individuellen Indikatoren. Und das Wort Delil habe ich jetzt hier als Indikatoren übersetzt, weil sie meinen mit dem Delil alles, was zu einer schariatischen Aussage führt. Durch korrekte methodische Anwendung. Das heißt, mit schariatischen Aussage meine ich, das ist verpflichtend, das ist verboten, das ist verpönt, das ist legal, das ist gültig und so weiter. Und das ist nicht nur der Koran, der Sunna, da wir eine ganze Menge von Adilla haben. Also da ist es nicht nur der Textkorpus des Koran und der Sunna, wir haben auch ganz viele andere Adilla, die teilweise umstritten sind, teilweise gibt es einheitliche Meinungen dazu. Beispiel, wir haben beispielsweise den Qawlus Sahabi. Das heißt, die Dikta der Sahaba, die Rechtsaussprüche der Sahaba. Ist das eine Hujja? Oder die Al-Masalih Al-Mursala. Saddu Dhari'a. Es gibt also eine ganze Menge. Oder bei den Malikiya, Amadu Al-Madina. Der Dalil ist viel mehr als nur ein Hadith. Genau, richtig, ja. Was man hier auch zu dieser Definition sagen kann, ist Folgendes. Sie sagen ja hier ganz explizit, das erwähnen Sie eigentlich in fast allen Definitionen, dass es sich beim Fiqh um Ijtihad-Angelegenheiten handelt. Und mit dem Ijtihad ist gemeint, dass der Rechtsgelehrte, der Faqih oder der Mujtahid, alles ihm Mögliche oder das ganze Potenzial ausschöpft, um nach bestimmten methodischen Verfahren aus den Adilla Rechtsbestimmungen und Normen der Scharia zu erkennen. Und der Ijtihad ist eine Sache, in der es Meinungsvielfalt geben kann, sonst wäre es ja keine Sache des Ijtihad. Ja. Denn wenn es ja eine ganz definitive, klare und präzisen Hukum zu einer Sache gäbe, dann müsste man ja nicht mehr sein ganzes Potenzial ausschöpfen, um versuchen, das zu erkennen. Und deswegen, das ist auch ein interessanter Punkt, den man hier erwähnen kann, das Wort Ma'rifa wurde kritisiert. Bei der Definition, also als Wissen zu übersetzen, okay, oder als Wissen zu definieren. Denn das Wissen steht bei den Usul-Gelehrten als ein Synonym für
hundertprozentige Gewissheit. Hm. Deswegen haben sie gesagt, der Begriff Ma'rifa ist hier Al-Ilm, Afwan. Al-Ilm ist hier nicht richtig. Da die Ijtihad-Angelegenheiten präsumtive Ahkam sind. Das heißt, sie basieren auf Vermutungen. Der Mufti, der Mujtahid, geht davon aus, mit schwerer Annahme, dass dies das Urteil Allah Ta'ala ist. Mhm. Aber er sagt das nicht mit hundertprozentiger Gewissheit. Das ist der Ijtihad. Deswegen sind Thematiken, die nicht vom Ijtihad ausgelöst worden sind, mhm, oder die auf dem Ijtihad basieren oder eben einfach keinen Spielraum für den Ijtihad bieten, weil sie zum Beispiel in ihrer Überlieferung 100% definitiv sind, ja, aber auch in ihrer Deutungsmöglichkeit, hm, inhaltlich keinen Raum lassen, definitiv sind. Hm. Dann stellt sich ja die Frage, in dieser Definition sehen wir tatsächlich Urteil, Beweis, Ijtihad. Meistens bekommt man tatsächlich immer mit, ja, es ist eine Sache des Ijtihad, das ist Fiqh. Man bleibt da locker, es gibt da Meinungsverschiedenheiten. Kann man denn tatsächlich sagen, dass jede Mas'ala, jede Angelegenheit in Fiqh eine Sache des Ijtihad ist? Also wenn wir von der Definition her ausgehen, ja. Aber es kann natürlich passieren, dass Sachen im Rahmen des Ijtihad betrieben werden, die aber eigentlich keinen Spielraum für den Ijtihad bieten. Hm. Und dazu kommen wir noch, das ist ein ganz interessanter Punkt, das nennt man Al-Qawl al-Shadh. Mhm. Al-Qawl al-Shadh, das sind inakzeptable Formen von Aussagen, die gegen Belege stehen, die definitiv sind, mhm, definitiv, also sowohl in ihrer Verbürgtheit, als auch definitiv in ihrer inhaltlichen Tragweite. Hier ist der Mujtahid, der sich hier geirrt hat, der sieht das natürlich als eine Sache des Ijtihad. Mhm. Also, aber im Lichte der Tatsache betrachtet, zählt das nicht dazu. Mhm. Aber wir reden jetzt nicht von den Sachverhalten aus der Perspektive des Mujtahid betrachtet, sondern mal ganz unabhängig. Mhm. Ganz unabhängig und objektiv. Nach dieser Definition gehören dann beispielsweise das Wissen darüber, dass das Gebet verpflichtend ist, hm, dass der Zina verboten ist, hm, dass die Zakah verpflichtend ist, dass Brot essen legal ist, hm, dass Wasser trinken legal ist. Das alles, wenn du das weißt oder imstande bist, Rechtsaussagen darüber zu machen, hm, das ist kein Fiqh. Das nennt man nicht Fiqh. Der Fiqh bewegt sich also im Rahmen des Ijtihad. Mhm. Und genau deswegen sagen die Ahlul Ilm, das ist so ein Satz, den manche immer wieder wiederholen, sagen, Tis'atu a'sharil ilm dhunun. Mhm. Ein 9/10 des Wissens sind dhunun. Das heißt, das sind präsumtive Ahkam, basieren auf starke Vermutungen und Annahmen. Im Gegensatz zu den definitiven Ahkam, die im Fiqh, wenn wir sie mitzählen, eine sehr geringe Anzahl machen. Hm. Eine sehr geringe Anzahl machen, wenn wir sie mitzählen würden. Also tatsächlich 9 von 10, also 90. Genau, einige der Usul-Gelehrten sagten sogar, er sagte 99% des Fiqh ist basiert auf Sunun. Wir werden darauf eingehen, warum, wenn wir mal später über die Ursachen des Ikhtilaf sprechen, dann werden wir nämlich sehen, warum das so ist. Hm. Genau. Wir haben jetzt verstanden, ungefähr, was die sprachliche Definition ist, wie sie den Fiqh damals gesehen haben und wie der Fiqh jetzt definiert wird. Was ist denn eigentlich ein Faqih? Yani wie können wir uns ein Faqih vorstellen? Was ist seine Aufgabe? Was ist seine Disziplin? Also was der Faqih ist, das ergibt sich eigentlich aus der Definition des Fiqh. Mhm. Der Faqih ist jemand, der eine große Summe oder Menge der schariatischen Ahkam kennt,
und sie innehat. Und die Usul-Gelehrten definieren nämlich, wer der Faqih ist. Sie sagen, Al-Faqih man arafa jumlatan ghaliba min al-ahkam al-shar'iyya imma bil fi'l au bil quwwa. Das heißt, der Faqih ist der, der eine beträchtliche Menge der Schariat in Ahkam kennt, entweder tatsächlich, also da ist wirklich Information über die individuellen Ahkam präsent, oder in latenter Form. Und mit latent meinen sie, dass das Wissen über spezifische Individualfälle zwar jetzt nicht präsent ist, aber er hat die Kompetenzen und die Fähigkeiten, wenn er sein Potenzial ausschöpfen wollte, zu diversen Ergebnissen zu kommen. Daher ist es keine Voraussetzung für den Faqih, alles zu wissen und zu jeder Frage eine Antwort zu haben, auch wenn das unter den Leuten manchmal, die Leute haben diesen Eindruck. Und wir sehen viele Eimer, die wir als die Eimer des Ijtihad bezeichnen, vor dem 4. Jahrhundert. Denn nach der Mehrheit der Gelehrten, Ibn Salah sagte sogar, das ist beinahe ein Konsens unter den Gelehrten, dass es nach dem 4. Jahrhundert keinen absolut unabhängigen Mujtahid mehr gab. Das erwähnen sehr viele der Ahlul Ilm. Also unabhängig im Sinne von? Dazu kommen wir noch, weil wir wollen das separat behandeln. Das wird im Bereich des Ijtihad, ja. Über die Formen und verschiedenen Etappen des Ijtihad. Okay. Denn der Ijtihad hat verschiedene Abstufungen, genauso wie der Taqlid. Der Taqlid hat auch verschiedene Abstufungen. Jemand, der seinen Madhhab von vorne bis hinten kennt, auch wenn er Muqallid ist, er ist natürlich nicht zu vergleichen mit jemandem, der gar nichts weiß, der einfach zu dem Faqih geht und ihn jedes Mal, wenn er was hat, fragt. Da sind Weltenunterschiede. Aber der Faqih ist also, hat diese Eigenschaft. Es gibt einen berühmten Vorfall, den die Historiker erwähnen, dass ein Mann aus dem fernen Westen kam nach Medina, um Imam Malik einige Fragen zu stellen, mit denen er beauftragt wurde von seinen Leuten, sie an Imam Malik zu richten, damit sie von ihm Rechtsauskunft bekommen. Als er angekommen ist, hat er Imam Malik über diese Fragen gefragt und er sagte Imam Malik, er sagte, ich weiß es nicht. Der Mann war empört darüber, denn die Leute sprechen von Malik und Malik ist der Mufti in Medina. Und wenn Malik da ist, ist niemandem erlaubt, die Fatwa zu sprechen. Al-Shafi'i sagte über Imam Malik, er sagte, Malikun iza dhukira al-ulama, fa Malikun najmun fis-sama. Wenn die Ulama erwähnt werden, dann ist Malik der Stern im Himmel. Der Ulama, also der aufleuchtende, flackernde Stern, den jeder bemerkt. Und er wusste nicht, hat nicht alles beantwortet. Und er wusste nicht, was das ist. Und es wird sogar gesagt, ich bin mir über die Anzahl nicht mehr ganz sicher, aber manche sagten, er habe ihn um die 60 oder 70 Fragen gestellt, wovon er 40 mit ich weiß nicht beantwortet hat. Das ist natürlich eine große Zahl, wenn das heute jemand machen würde. Ja, dann würden sie sagen, das ist ein Jahil, der weiß ja gar nichts. Vor allem noch nach so einer Reise, ne? Vom fernen Westen. Genau, und da hat er gesagt, was soll ich denn meinen Leuten sagen jetzt? Er sagte, geh und sag ihnen, Malik hat gesagt, er weiß nicht. Und sowas haben wir sehr oft gesehen bei vielen der immer bei den namhaften Gelehrten. Abdurrahman bin Qasim wurde einst auch gefragt über eine Frage. Und da sagt er, mein Bruder, ich weiß nicht die Antwort dazu. Und der Fragende war auch empört. Das ist, man sieht, dass die Menschen immer die gleichen Menschen sind. Das Laienvolk damals konnte sich auch nicht vorstellen, weil die haben so idealistische Bilder von ihren Gelehrten,
dass sie sich nicht vorstellen kann, dass er nicht weiß, was ich ihn gefragt habe. Und da sagte Abdulhamid Qasim, wenn es der war, er sagte, schau nicht auf meinen langen Bart. Das ist gut gesagt. Er sagte, schau nicht auf meinen langen Bart und auf meine Kleidung oder so. Oder auf die Leute, die um mich herum sitzen. Ich weiß es nicht. Dann sagte einer der Anwesenden, einer der Schuyuch, der Quraysh, er sagte, Ya Achi Ilzamha, Fama Ra'aytuka Ambala Min Hada. Er sagte, mein Bruder, halte dich daran. Ja, zu sagen, ich weiß nicht. Denn, und er sagte, ich habe dich noch nie nobler gesehen, als in dieser heutigen Sitzung. Das ist nobel von ihm. Und er sagte dann, Abdulhamid Qasim sagte, dass meine Zunge getrennt wird, ist mir lieber, als etwas zu sagen, was ich nicht weiß. Und ja, auf jeden Fall, es ist keine Bedingung für den Faqih, alles zu wissen. Aber er hat eben diese Kompetenzen und Fähigkeiten. Wahrscheinlich, wenn wir darüber nochmal genauer sprechen, weil Imam Malik hat tatsächlich keine Fatwa gegeben, weil er aus einer ganz anderen Situation kam vielleicht. An einem ganz anderen Ort, unsere ganz andere Sitten. Das ist durchaus möglich, ja. Aber dazu werden wir noch kommen. Der Mufti darf nicht eine Rechtsauskunft aussprechen, wenn er nicht über die lokale Situation, die Bräuche des Fragenden weiß. Das ist auch übrigens eines der größten Probleme im Zeitalter der Internetfatwa. Dass jeder überall auf der Welt beispielsweise die Fatwa von einem bestimmten Land importieren kann. Importiert und sie anwendet auf jede Zeit und jeden Ort. Das ist natürlich das ist nicht richtig und führt manchmal zu Fehlurteile. Dann kommen wir jetzt inshallah zum nächsten Punkt. Und zwar, meistens werden die auch als Synonyme gesehen. Was ist der Unterschied? Was ist denn der Unterschied zwischen der Scharia und dem Fiqh? Ist denn der Fiqh gleich Scharia oder ist die Scharia gleich Fiqh? Vielleicht kann man vorher, bevor wir auf diesen Punkt kommen, den Unterschied ansprechen, ob es eine Zwangsläufigkeit gibt zwischen beispielsweise Mufassir, Muhaddith und Faqih. Und den Faqih, okay. Also wenn wir nämlich begriffen haben, was der Faqih ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ist denn jeder beispielsweise, der sich mit dem Hadith beschäftigt, Faqih, der Tradierung des Hadith und der Prüfung, Klassifizierung der Hadith, oder der Mufassir, der Sprachwissenschaftler, fallen sie auch unter die Definition des Faqih. Und tatsächlich gibt es keine Zwangsläufigkeit zwischen diesen verschiedenen Disziplinen. Und unabhängig davon, dass es eigentlich eine ganz triviale Sache ist, auch wenn sie unter vielen Muslimen nicht so ganz trivial ist, deutet der Hadith von Zayd ibn Thabit darauf hin, in der im Musnad von Ad-Darimi überliefert wird. Darin sagte der Tradent, der das überliefert, er sagte, Kharaja Zayd ibn Thabit min indi Marwan fi Nahar. Zayd ibn Thabit. Und ich sagte zu mir, er ist bestimmt nicht gekommen, ohne ihm irgendwelche Fragen beantwortet zu haben. Also dass Zayd ibn Thabit, Marwan, irgendwelche Fragen beantwortet. Zayd ibn Thabit war einer der Fuqaha unter den Sahaba. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn, auch wenn der Hadith umstritten ist, aber das ist ein Hadith in den Vorzüglichkeiten und das ist kein Problem, das zu überliefern und erwähnen. Er sagte, Afradu ummati, oder A'lamu ummati bil fara'id Zayd ibn Thabit. Der am meist bewanderte Mann meiner Umma in Bezug auf das auf die Rechtswissenschaft des Erbes, das ist ein Teil des Fiqh, ist Zayd ibn Thabit. Jedenfalls, er sagte, er ging dann zu Zayd ibn Thabit und er fragte ihn, er sagte, na'am,
سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er hat mich über einen Hadith gefragt, den ich vom Propheten صلى الله عليه وسلم gehört habe. Und das ist ein sehr langer Hadith, der hauptsächlich drei Themen behandelt. Der erste Bereich ist aber der uns hier betrifft. Er sagte: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه. Möge Allah das Antlitz, das Gesicht jenes erstrahlen lassen, der einen Hadith von uns hört, also die wörtliche Rede des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hier in diesem Kontext. Hadith ist nämlich die wörtliche Rede. Wie es im Koran heißt, ma kana hadithan yuftara. Es sind keine Worte, die einfach frei erdichtet sind. Keine Rede, die frei erdichtet ist. Also möge Allah das Antlitz dessen erleuchten lassen, der einen Hadith von uns hört, sich ihn einprägt und ihn weitergibt. فَرُبَّ سَامِعٍ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. So manch einer, dem es weitergegeben wird, ist merkfähiger als der, der es weitergegeben hat oder gehört hat. رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه من. In diesem Hadith wird ganz, also in dieser Aussage wird ganz klar unterschieden zwischen zwei Formen, das Wissen zu tragen. Wir haben einmal eine Form, das Wissen sozusagen zu konservieren. Er bewahrt es auf, ist wie ein Behälter. Der Prophet sagt nämlich hier, und so manch einer, der den Fiqh trägt, ist kein Faqih. Wie kann es sein, dass er Fiqh trägt und kein Faqih ist? Mit dem Fiqh ist hier, sind die, ich nenne es mal, die Rohstoffe gemeint. Die unverarbeiteten Texte, der Textkorpus, der Koran, die Sunna in unverarbeiteter Form. Denn man kann sich das wirklich wie Rohstoffe vorstellen, wenn man das versinnbildlichen möchte. Diese Rohstoffe, nehmen wir an, Gold, in seiner natürlichen Form, er muss ja bearbeitet werden, er muss vom Schlack bereinigt werden und dann muss das geformt werden. Und das benötigt diverse Kompetenzen. Das heißt, jemand, der Gold sucht in Minen und sammelt, der kann daraus vielleicht keinen Schmuck machen. Der muss es an einen Juwelier weitergeben, der wird es dann bearbeiten und so herrichten, wie er es möchte. Also er wird daraus was machen können. Er wird daraus was produzieren können. Und genauso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier, manch einer, der den Fiqh trägt, also diesen Rohstoff, ist kein Faqih. Und manch einer, der Faqih ist, gibt es weiter an jemanden, der durch mehr Verständnis geprägt ist. Also gibt es keine Zwangsläufigkeit. Jemand kann ein Muhaddith sein, ohne Faqih zu sein. Daher sagten... Es gibt ja diese bekannte Aussage, dass man sagt, dass jeder Muhaddith Faqih ist. Die ist jetzt momentan gängig, diese Aussage. Dass jeder Muhaddith Faqih ist, aber nicht jeder Faqih Muhaddith ist. Und da wird dazu das Beispiel von Imam Ahmed genommen, dass er ein Muhaddith war und gleichzeitig ein Faqih. Das heißt, mit dieser Erklärung hier ist es tatsächlich zu unterscheiden. Dann stellt sich ja die Frage, muss der Muhaddith, ich meine, zwangsläufig den Hadith verstehen? Oder muss der Faqih zwangsläufig die Kette des Hadithes kennen wie der Muhaddith? Also grundsätzlich haben wir eben gesehen, dass es einen Unterschied gibt. Genau. Und darauf hat auch Al-Imam Ibn Qayyim in seinem Buch I'lam al-Muqa'in hingewiesen, ganz am Anfang, als er über die Gelehrten des Islams sprach. Er hat gesagt, die lassen sich in zwei Bereiche einteilen. Er sagte, die erste Gruppe, das sind die Huffaz al-Hadith wa Jahabizatu. Das heißt, es sind die, diejenigen, die den Hadith aufbewahrt haben, durch Einprägung, durch Tradierung und so weiter, und die ihn kritisch bewertet haben. Oder die Kenner des Hadith halt.
Und dann sagt er, und die zweite, er sprach dann ausgiebig über diese Sorte, und dann sprach er über die zweite Gruppe. Und die bezeichnet er als die Fuqaha des Islams. Die Fuqaha, die, denen ihre Aufgabe es ist, die Texte, an die Texte methodisch, also nach bestimmten methodischen Verfahren und die Rechtsurteile daraus abzuleiten. Und das sind zwei verschiedene Bereiche. Also nicht jemand, der sich mit der Tradierung des Hadith beschäftigt, ist nicht unbedingt befähigt, unabhängig zu werden im Fiqh. Daher sagten einige der Salaf, sie sagten, Al-Hadithu madalla illa lil-Fuqaha. Der Hadith ist ein holpriger Weg, außer für die Fuqaha. Und einer der Salaf sagte, laula al-Layth wa Malik la dalalna. Wäre nicht Layth ist der Faqih von Ägypten gewesen, Faqih Misr, Malik der Faqih des Hijaz, wären sie nicht gewesen, wären wir in Irre gegangen. Sie haben zeitgleich gelebt, oder? Ja, das war zur selben Zeit. Ich weiß nicht mehr, wer das war, habe den Namen vergessen. Und er sagte auch die gleiche Person, wenn ich mich nicht irre. Er sagte, jeder Muhaddith, der keinen Kopf im Fiqh hat, geht in die Irre. Und wir sehen das auch in einem ganz schönen Beispiel, das überliefert wird von Al-Khatib al-Baghdadi, dass Abu Yusuf zu einem der bekanntesten und namhaften Muhaddithun seiner Zeit ging. Ich weiß nicht mehr, ob es Shu'ba oder Sha'bi war, die zwei Namen, die verwechsel ich oft. Und er ging zu ihm und hat mit ihm diskutiert über einen Sachverhalt, über den Abu Yusuf al-Qadi sich geäußert hat. Abu Yusuf ist einer der größten und namhaftesten Vertreter des hanafitischen Madhabs. Eigentlich der Hauptmann, der für die Verbreitung des hanafitischen Madhabs verantwortlich ist, und der größte Schüler Abu Hanifas, dreifacher Oberstrichter in der Khilafat al-Abbasiyya, abbasidischen Khilafa, und der erste, der den Titel Qadi al-Qudha bekommen hat, obwohl diese Namensgebung umstritten ist. Manche sind der Auffassung, dass diese Namensgebung nicht ganz passend ist. Qadi al-Qudha heißt einfach so viel wie ein Oberstrichter, Richter der Richter. Er war dann zulässig, die Richter einzustellen, und er hat natürlich auch Hanafit. Er hat Richter nur eingestellt, die ebenfalls Ahnaf waren, was dazu beigetragen hat, dass sich der hanafitische Fiqh so ausbreiten konnte. Jedenfalls, er hat mit ihm gesprochen, und darauf meinte der Muhaddith, er sagte, woher hast du das? Wie kommst du auf dieses Ergebnis? Also er hat einen Text gedeutet von einem Hadith? Nein, da war noch nicht die Rede vom Text. Es ging nur um einen Sachverhalt. Ein Sachverhalt, okay. Eine Rechtsaussage, die er getätigt hat. Und da sagte Abu Yusuf al-Qadi, er sagte, aus dem Hadith, den ich von dir gehört habe. Und da war er verblüfft. Und dann hat er ihm das gedeutet und erklärt. Und dann sagte er, in vollem Staunen sagte er, diesen Hadith kenne ich schon, bevor du geboren wurdest. Aber hierauf bin ich nicht gekommen. Und das bekräftigt auch das, was wir am Anfang erwähnt haben, diese zwei Deutungsformen, die Ibn al-Qayyim erwähnt hat. Fahmu dilat al-alfad wa fahmu murad al-mutakallim. Dass es zwei verschiedene Dinge sind. Ja. Willst du es noch übersetzen? Also das ledigliche Begreifen der Wörter, dieser Wortkonstellationen, und das Begreifen von der Absicht oder den Zielen des Aussagenden. Ja. Wir sehen hier einen strikten Unterschied zwischen demjenigen, der den Hadith überliefert, der den Hadith deutet,
diese Struktur, die gab es schon in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, hat man ganz klar und deutlich gesagt, okay, das sind unsere Fuqaha, die kennen den Hadith, das sind unsere Leute, die den auswendig lernen, das sind die, die Mufassirun, die den Koran deuten. Gab es diese Form der Verteilung von diesen Disziplinen? Nein, die gab es nicht, weil diese einzelnen Disziplinen noch gar nicht in ihrer Endform gebildet waren. Aber es gab natürlich das Verständnis davon, dass es unter den Sahaba Ulama gab und andere, die eben nicht dazu in der Lage waren. Aber diese Separatierung von den ganzen Wissenschaften, das kannte man damals noch nicht so. Zumal einige dieser Wissenschaften noch gar nicht ausformuliert wurden. Also es gab sie, ich nenne es auch hier wieder in dieser latenten Form, aber noch nicht ausformuliert. Deswegen bezeichnen wir zum Beispiel Shafi'i als Vater und Urheber des Usul-Fiqh, Gründer des Usul-Fiqh. Aber wenn das bedeutet, dass die Leute vor ihm so den Usul-Fiqh nicht kannten, das ist natürlich, weil der Usul-Fiqh ist das Fundament des Fiqh. Jedes Rechtsurteil besteht aus zwei Prämissen und einer Konklusion. Und die erste Prämisse ist immer ein Grundsatz des Usul-Fiqh. Ich gebe ein Beispiel. Die kleinere Prämisse ist der individuelle Text. Ja. Ein ganz einfaches Beispiel. Die Befehlsform steht für eine Pflicht. Also der Imperativ, ein Verb, das die Befehlsform hat, steht für die Pflicht. Das ist unser Vordersatz. Grundsätzlich. Das entspringt aus dem Usul-Fiqh. Dann haben wir den zweiten Vordersatz, diese zweite Prämisse, die nennt man auch die kleine Prämisse. Wa aqimu s-salah. Verrichtet das Gebet. Aqimu Amr ist eine Befehlsform. Also lautet die Konklusion, die Befehlsform steht für die Pflicht. Aqimu ist eine Pflicht, Aqimu ist eine Befehlsform. Ergebnis, das Beten ist eine Pflicht. Also hier sehen wir auch, dass der Textkorpus selbst noch nicht der Hukum ist. Die Ahkam entstehen durch die Paarung von Istidlal, das heißt dieses Verfahren, methodisch korrekte Verfahren, das angewandt wird auf die Texte von dem Mustadil, dem Mujtahid oder dem Faqih, und dann kommt es zu einem Hukum. Ja. Dann denke ich, dass wir hier inshallah stoppen. Wir haben schon eine ganze Stunde gesprochen. Im nächsten Thema werden wir die Themen, die wir genannt haben, inshallah besprechen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.